Und weiter geht's mit der zweiten Folge des Bakery Simulators. Ich bin übelst gespannt, was wir heute erleben. Ab in die Backstube. Ach, ist das schön. Also rein hier ins Game. Ich bin übelst gespannt. Gucken wir mal nach neuen Aufträgen. Und da haben wir tatsächlich neue Aufträge. Wir haben wieder die 5-Minute Bakery. Die wollen jetzt 11 Frühstücksbrötchen haben. Gar kein Problem. Auch wieder an der gleichen Stelle, die wir zum letzten Mal auch schon beliefert haben. Und Bauernbrot, das machen wir das erste Mal. 2 Stück. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal diesen Bauernbrotauftrag an, weil es einfach was Neues ist. Also los, Schüssel geschnappt, wir brauchen die ganzen Zutaten. Fangen wir an mit dem Wasser. Wir brauchen 600. So, 640. So, zack, zack, 640 Wasser. Wir brauchen 500 Roggenmehl. Wo haben wir denn Ditte? Rye, da ist es. 5, da haben wir es auch. Dann brauchen wir 300 Sauerteigstarter. Das ist aber geil. Wir machen hier wirklich Sauerteig? Das ist wild. 1, 2, 3. Und wir brauchen Weizenmehl. 320. Dann brauchen wir noch eine Prise Salz. Zack. Und das Ganze kann dann ordentlich erstmal schön wieder verrührt werden. Also rein damit, Schüssel zur Seite stellen und gib ihn. Wir müssen das Ganze jetzt 15 bis 25 Sekunden lang durchrühren. Ja, der Timer läuft. Sehr gut. Wenn das schon mal so alles läuft, alles richtig gemacht, dann kann es also nur besser werden. Dass das mit dem Sauerteig allerdings so schnell geht, da bin ich jetzt doch ein bisschen überrascht. Knopf aus. Und da haben wir das Ganze Gedöns. Und dann wird portioniert. Zack, ab geht es. Teigbrett. Und wir hatten gesagt, die Bauernbrote, ne? Rundes Brot, Abrezen, Bagels, Croissants, Baguettes. Ist das das Bauernbrot? Da stand gar nicht Bauernbrot bei. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Wir machen das einfach mal. Zack. Ach so, waren ja noch 2 Stück. Das heißt, wir haben es einfach nur einmal halbiert und alles ist schön. Nee, nee, so so nicht. Ich kann auch so rumdrehen, okay. So, jetzt hier nochmal schön formen. Fertig. Und den nächsten formen wir auch nochmal richtig. Wunderbärchen, Alter. Ah ne, hier so rum. Zack. So, zack und zack. Rindorm in den Ofen. Und Klappe zu. Wahrscheinlich hätte ich in der Zwischenzeit noch was anderes machen können. Aber ich habe mir gedacht, Alden, die beiden. Zack, zack. Wunderschöne Brote, Alter. Die beiden Orte, die sind so weit voneinander entfernt. Das mache ich doch lieber einzeln. Und da liefere ich doch die Brote lieber extra aus. Also, Attacke Vollgas. Wir müssen irgendwo hier rechts rum in den anderen Stadtteil. Also, gib Gummi. Wuhui! Es geht wieder los hier, Alter. Mit dem blauen Scirocco. Schön LMG Bakery. In den nächsten Stadtteil rüberbrettern. Ach du Schande, hier ist eine Baustelle. Warte, warte, warte. Können wir hier mal eben... Soll ich so tun? Kein Problem, Alter. Ausgetrickst. So. Ah ne, hier auch nicht. Nächste, ne? Ah ne, wieder eine Baustelle. Baustelle, Alter. Ich wollte nicht was. Hier. So. Gar kein Problem für mich. Ab geht es. So. Ich glaube, ich bin hier auf dem richtigen Weg. Ja, das sieht gut aus. Da vorne blinkt es. Jawohl. Alter, siehst du, da habe ich doch Glück gehabt. 6 Minuten haben wir zwar noch Zeit und in der Zwischenzeit könnte man ja theoretisch auch noch die 11 anderen Brötchen machen. Aber wenn die dann zeitlich so knapp sind und ich da nicht mehr hinkäme, dann würde ich ja jetzt quasi hier unseren ersten Kunden direkt vergraulen. Das wollen wir ja nicht. Wow! Alter, das ist aber auch weit weg. Und wo sind wir hier überhaupt? Alter, irgendwelche wilden Berge hier am Horizont, ey. Wo sind wir denn hier, ey? Alter, das ist ja wirklich am allerletzten. Weiß ich nicht. Ist das jetzt der Burner? Okay, das ist schon ein bisschen wild. Eine ellenlange Fahrt
ewig. Hier ist Corners Bakery. Hier ist er. Da müssen wir hin. Wir fangen schon mal an zu bremsen. Ei, 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 ei. Ja, halt. Halt doch. Geschafft. Sehr gut. Zwei Brote abgegeben. Zack. Level 4. Na, das ging noch schnell. Und jetzt heißt es, ab an die Brötchen. Wait, 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 wait. Was ist denn ditte? Maschine zum Runden und Teilen? Und warum sieht die so aus, als ob die in einem Geschenkpapier eingepackt ist? Was ist das denn? Ah, das ist quasi nur ein Platzhalter. Das Teil könnten wir uns jetzt leisten. Maschine zum Runden und Teilen. Halbautomatische Maschine, die Teige in Quadrate, Dreiecke und Kreise teilt und formt. Gekauft. Ah, mit dem Mausrad können wir es ändern. Dreieckige Brötchen, viereckige Brötchen, runde Brötchen. Ist ja der Hammer. Okay, das ist natürlich ein Ding. Wir haben jetzt gerade den Auftrag verloren mit den 11 Brötchen. Dafür haben wir jetzt hier die 5-Minuten-Bakery. Altmodisches Brot, altmodischer Brotleib und Bauernbrot. Ich meine, das sind doch beides bestimmt die gleichen. Ich versuche die mal beide gleichzeitig anzunehmen. Das heißt, wir fangen an mit der 5-Minuten-Bakery und gehen danach hier bis da hinten hin in den letzten Zipfel. Ich hoffe, das passt. Testen wir erstmal diesen ersten Auftrag. Okay, rein mit den Zutaten. So, zack, fertig. Das letzte Krümelchen Salz ist auch mit drin. Jetzt heißt es wieder durchmixen das Ganze. Stopp! Jawolski, raus damit. Alles fertig. Sollen wir das jetzt mal hier testen mit dem Gedöns? Jetzt weiß ich gar nicht, wie man das verwendet. Portion? Ha! Und nu? Rund wirken. Nee, ich hab Brötchen gemacht. Ich hab Brötchen gemacht. Das sind auch Brötchen. Ja, Alter, kann ich das wieder zusammenpumpen? Nee, verdammt. Ich hoffe der Teigrest, der reicht jetzt noch, ey. Zack. Zack. Teig. Bauernbrot. Verdammt, es reicht nicht. Ich hab nur 2 Stück. Verdorch. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Bauernbrot, 3-mal Bauernbrot. Alter, jetzt wird es aber richtig eng. Ich habe in Windeseile schnell nochmal eben Teig nachgemixt. Es fehlte genau die Portion für ein Brot, weil ich hier so ein Gedöns gemacht habe. Und jetzt muss ich hier schnell noch ein Bauernbrot zimmern. So. Genau. Oh, genau eins. Ich habe einfach mal schnell jetzt die ganzen Mengen, die Angaben aus dem Rezept schön geteilt. So, jetzt habe ich hier... Ah, es hat geklappt, Alter. Das ist der Hammer. Da bin ich ja schon echt zufrieden. Ich konnte tatsächlich das Rezept durch 3 teilen gerade und habe jetzt genau die Menge... Hoppala. Genau die Menge für ein Brot gehabt. Das ist krass. Schnell durchbacken, denn wir haben noch ganz wenig Zeit. Ich habe einfach mal die komischen Teiglinge alle reingeschmissen. Das sind zwar alles keine richtigen Bauernbrote, aber, was soll es, ne? So, fertig. Holen wir raus. Ne, ist noch nicht fertig. Ist das fertig? Fast. Es wird, glaube ich, auch kein richtiges Bauernbrot. Oh, das ist fertig. Zack, guck mal, wie geil die aussehen. Mmh. Lecker, lecker, lecker. So, die lassen wir jetzt hier einfach drin. Wird schon, wir müssen los. Hinstellen, Abfahrt. Jetzt aber schnell. Zum Glück sind wir direkt vor der Tür hier mit unserem Kunden. Müssen gar nicht weit fahren. Also, gib Gummi da vorne einmal durchbrettern und am Ende rechts und wir sind da. 1 Minute Zeit haben wir nur noch. Die Zeit rennt. Die Brötchen sind noch warm, Alter. Ach nee, es sind Brote. Die Brote sind noch warm und müssen auch warm ankommen. 5 Minuten Bakery, Alter. Bin ich hier richtig? Ja, ja. Rum. Ja, da, 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 da. Bremsen, bremsen, bremsen. Bremsen. Stopp, 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 stopp. Stopp. Oh, geschafft. Knappes Ding, Alter. Zack. Pro Auftrag ein Level. Das ist einfach zu wild, Alter. Das ist einfach zu wild. Und was ist jetzt hier mit den vergammelten...
War das mit dem Brötchen? Das ist auch ganz komisch. Man geht raus, man kommt zurück und es ist komplett resettet. Apropos komplett resettet, wir müssen mal schauen, ob wir noch genug Zutaten haben, damit wir auch die nächsten Aufträge alle erledigen können. Guck mal hier, 790 Gramm nur noch, hier sind nur noch 1,5 Kilo drin. Das heißt, wir müssen mal nachkaufen, nachordern die ganzen Sachen. Salz ist ja wohl noch alles genug. Sesam, oh. Joghurt, Alter. Joghurt. Joghurt. Joghurt haben wir sogar auch. Wasser, Sauerteig, Soda, 3 Kilo. Okay, wir brauchen auf jeden Fall, oh, Vollkornmehl, 3 Kilo haben wir auch noch. Also wir brauchen Roggenmehl in jedem Fall und Weizenmehl. Öl reicht, Milch reicht, Wasser auf jeden Fall auch noch. Wie können wir kaufen? Ach, hier unten war es, genau. Hier ist das Bestellbuch. Und da haben wir alles im Überblick, auch das, was wir alles haben. Und hier wird schon rot angezeigt. Wir brauchen Wasser. Und ich kann es tatsächlich auch nur einmal kaufen und wieder auffüllen. Dann haben wir die gesamte Menge. Und hier ist auch der Preis direkt. Das ist ja krass. So, damit habe ich quasi alles wieder aufgefüllt. Kostet uns 120. Kratsching. Und jetzt wird geliefert. Das ist gut. Das sollte man eben auch immer wieder machen, bevor man in den nächsten Auftrag reingeht, weil die Lieferung halt immer Zeit dauert, braucht, damit man es dann nicht, damit man dann rechtzeitig das hat und damit man hier die Lieferung nicht beschleunigen muss, denn das kostet ja immer extra. Wir haben keine Kohlen. Also, ab in die nächste Bestellung. Und wir nehmen tatsächlich hier nochmal die 5-Minuten-Bakery. Die ist ja direkt vor der Tür. Silberne Brotlaib. Ich weiß nicht, wie ich einen silbernen Brotlaib machen kann. Wir haben dunkles Brot. Wir haben goldenes. Wir haben Puppenbrot. Nee. Frühstücksbrötchen. Dreieckige Puppenbrötchen. Nee. Bauernbrot. Altmodisch. Silberner Brotlaib. Ach, wir haben die Rezepte jetzt schon. Das ist ja wild. Und hier können wir auch jetzt die Mengen dann einteilen, wie viel wir dann gerne hätten. Alter! Also ohne Scheiß, ihr Bäckermeister da draußen, sind das realistische Mengen? Also ist das eine realistische Mengenangabe? Wasser, Mehl, Sauerteig, Salz? Also wenn das wirkliche Brotrezepte sind und Backrezepte, dann habe ich ja mit dem Game direkt ein komplettes Rezeptbuch, Alter. Das wäre ja der Oberhammer. Wir gehen da erstmal rein. Silberne Brotlaibe bestätigen. Zack, ans Rezept. Siehst du, die Lieferung ist auch schon mittlerweile da. Und wir gönnen uns. Wir brauchen Wasser. So, wir haben alles wieder zusammengeschüttet. Ab in den Mixer damit. Und gib ihm. Also, wir brauchen diese Brote. Zack. Und nochmal gecuttet. Zack. Und dann müssen wir echt mal irgendwie gucken, wie das mit dem automatischen Portionierer ist. Ich kriege diese Menge noch nicht eingestellt. Also immer wieder auf 10 Brötchen, das ist ja natürlich angenehm. Aber ich will ja nicht Brötchen portioniert haben, sondern Brote. Dann könnte ich mir das hier schon sparen, das Geraffel. So, fertig sind sie. Zack, 3 Stück. Wunderbar. Und was ist eigentlich hier mit den Schälchen? Es gibt auch noch diese Brotleiberschälchen. Warte mal, muss ich die eigentlich verwenden? Nö. Das ist wahrscheinlich dann für ganz spezielle Geschichten. Keine Ahnung, sowas wie... Was kommt da rein? Kann das sein, dass da sowas reinkommt wie... Alter, kostet mich das immer Geld? Tatsächlich. Kann das sein, dass da sowas reinkommt wie, wie Schwarzbrot oder sowas? So, rein damit, Klappe dicht, warten. Ich habe gerade noch mal eben an der Auftragstafel geschaut. Kommt mal raus hier. Und da ist mir aufgefallen, man kann, zack, zack, man kann gar keinen weiteren Auftrag annehmen. Wildes Ding. Das heißt, ich muss einmal die Aufträge annehmen. Wenn ich meine, ich schaffe die alle, dann gib ihm. So, da müssen wir abliefern, so wie gerade. Also, ab geht's. Vollgas! Wir sind zurück in der Bäckerei. Erstmal hier die Luke dicht machen.
Und wir haben jetzt hier, wie gesagt, mit den einen Auftrag oder mit den Aufträgen müssen wir quasi alles gleichzeitig abschließen. Ich versuche das jetzt mal, beide Aufträge gleichzeitig abzuschließen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich beide annehmen kann. Ich hoffe ja. Viermal goldenes Brot bringt halt auch mehr XP. Angenommen. Und das war's. Ne, wir können tatsächlich immer nur einen Auftrag annehmen. Also rein in die goldenen Brote. Wir schnappen uns die Zutaten. Alter, was eine Zutatenliste. Das ist schon einiges. Ich musste tatsächlich auch wieder ein bisschen was nachkaufen. Schnell durchmixen. 2 Kilo Weizenmehl ist da drin. Das ist gar nicht mal so wenig. Und jetzt gucken wir hier gerade nochmal. Da unten ist ja die Form. Und das ist halt eben die Form, die wir hier auf diesem Brett machen. Und ich glaube, das ist einfach auch gar nicht dafür gedacht, dass man hier irgendwelche komischen Formen machen kann. Wir lassen das einfach erstmal hier mit dem Teil. Anscheinend ist das nicht so ideal oder ist es einfach nur für Brötchen gedacht. So, mach fertig hier. 100%. Zack. Druff damit. Jawohl. Und wir brauchen diese Form. Jawohl. Zack. 3 Stück waren es, ne? So, 4 Stück waren es. Also alle 4 Stück fertig. Eben hier drauf platzieren. Durchbacken und gut ist. Zack, platziert. Luke auf. Rein damit. In der Zwischenzeit kann ich nochmal eben nachkaufen gehen. Alles, was wir benötigen. Also schauen wir nochmal eben rein. Wir drücken 5. Kaufen einfach alles nach, wovon wir hier gerade Verlust haben. Er nimmt immer genau die Menge, die wir quasi verbraucht haben. Zack, nachgekauft. Fertig. Und da sind sie doch fertig. Schön die goldenen Brote, Alter. Mh, was für ein Traum, oder? Die sind sogar noch warm. Zack, 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 zack. Kochend heiß sind sie. Raus damit. Okay, wir gucken kurz auf die Map. Wir müssen einmal quer durch die City fahren. Alter, was eine lange Tour. Ab geht es! Alter, ohne Scheiß. Das ist ja ungefähr das Langweiligste, was es gibt. Wie kann man denn... Alter, jetzt fahre ich hier minutenlang durch eine tote City und immer die olle Musik im Hintergrund. Wow, ey. Okay, das ist wirklich krass, Alter. Und das ist auch sehr, sehr zehrend. Wer will denn die ganze Zeit hier so olle Brötchen ausliefern in so einer räudigen City? Das ist doch keine gute Lösung, ey. Das Backen an sich macht ja auch Bock. Das ist ja auch geil hier. Die verschiedenen Rezepte und sowas alles, das ist richtig cool. Aber hier durch die City brettern, hier fährst du ja ewig hin. Das ist auch, nee. Auf Dauer ist das auch echt boring, ey. 4 Bauernbrote direkt vor der Haustür. Das machen wir noch. So, zack, alles ready für den Bauernteig. Ab dafür, einmal schön ordentlich durchmixen. Fertig! Stopp, stopp, stopp! Oh, der war schon halb übermixt. 6%. Ei, 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 zu lang gemixt hier. Ah, ob das noch gut geht? So. Zack. Zack. Wait a minute, was haben wir jetzt? Ich brauche 4 Bauernbrote. Was habe ich denn jetzt hier angestellt? Ich habe viel zu viele. 1, 2. Warum habe ich denn so viele? Weil das übrig geblieben ist oder was? Kriegen die jetzt 1 gratis? Weil der Teig nicht so geil geworden ist? Gib ihm. Und auch die Lümmels sind alle fertig. Jawohl, raus damit. Ich probiere die jetzt einfach mal alle loszuwerden. Kriegen wir das ja auch noch los? Nö. Naja, das essen wir selbst. Und wieder... Ab in die Karre und wieder hinfahren. Das ist irgendwie nicht so geil. Ich hoffe, es gibt irgendwie demnächst sowas wie einen Auslieferungsfahrer. Ich meine, man will ja nicht hier immer selber rumgurken, oder? Ist ja mal ganz nett. Kann man mal machen. Aber auf Dauer?
Weiß ich nicht, ey. Vor allem die ganzen langen Strecken, ey. Hier passiert ja auch nichts in der City. Bis auf die geilen Baustellen. So, jetzt bin ich gespannt. Punktzahl 73%. Keine Verspätung. Aber wahrscheinlich haben wir hier einen Abzug, weil die Brote halt nicht richtig gut waren. Immerhin hat es gereicht für Level 7 auch schon. Krass. Zu dem Level-Up haben wir natürlich auch noch Belohnungen bekommen. Wir haben mehr Muffins können wir herstellen. Kakaobecher und was nicht alles. Richtig, richtig cool. Eier können wir jetzt gebrauchen. Wofür das Ganze? Keine Ahnung. Ach, oder doch? Wir kriegen hier für die ganzen Lieferungen erhöhten Ruf und steigen dadurch dann natürlich auch auf im Ruf und es werden neue Sachen freigeschaltet. Hier waren wir zweimal bisher, hier jetzt schon fünfmal anscheinend. Alles klar. Das heißt, wir haben da noch viel zu tun, damit wir neue Sachen freischalten. Ach, und guck's dir an. Ich komme zurück in die Bäckerei, wir haben direkt neue Aufträge und wir haben einen neuen Kunden. Das ist natürlich super. Und hier haben wir das erste Mal dreieckige Brötchen. Und die Lieferung ist jetzt vielleicht nicht ganz so weit weg. Das heißt, wir nehmen das auf jeden Fall nochmal an, schauen uns an, wie wir die Brötchen machen. So, die Zutaten sind zusammengemixt. Rein damit. So, der Teig ist fertig. Zack, wir schnappen uns die Schüssel. Und jetzt wird das Ganze hier schön drauf platziert. Sehr gut. Und jetzt kommt das hoffentlich in Form. Und zwar brauchen wir jetzt aber 12. Ist da noch, da ist noch ein kleiner Rest drin. Okay, hiermit kann ich jetzt 12 machen. Wir wollen die Form dreieckig. Ab dafür. Fertig. Boah. Okay. Next. Hier ist noch ein bisschen was drin. Und es reicht genau für 2. Okay, so funktioniert das. Alles klar. Also, Dreiecksform. Die Anzahl ist sozusagen vorgegeben. Runter damit. 2 Stück noch. Perfekt. Ist das gut. So gehört sich das. Und dann, hoppala. Rein mit der Wecken. Rein mit der Dreiecksbrötchen. Klappe zu. Und jetzt drücken wir auch nochmal den Booster. Der juckt mich ja die ganze Zeit schon. Was macht der? Boostet der wirklich? Vielleicht. Raus damit, ihr seid fertig. Jawohl. Abfahrt. Ja, ab geht es. Also, wir müssen hier einmal quer rum. Ich würde sagen, wir biegen direkt hier vorne ab. Und brettern dann einmal durch zum neuen Kunden. Wir haben noch wahnsinnig viel Zeit. Sehr, sehr gut, ey. Wow. So. Ja, siehst du? Oha. LKW-Unfall, ich sehe das schon. Oh, haua, haua, ha. Aber da komme ich doch nur durch. Was hier passiert ist, Alter. Und da ist sie auch schon, die Bakery. So. Bremsen. Bremsen. Woo! 100%, alles richtig gemacht. 250 Ocken, 140 XP, perfekt. Ja, abgefahren. Also, wir sind ein ganzes Stückchen weitergekommen. Es hat sich aber noch nicht wirklich viel verändert. Das heißt, wir haben jetzt hier neue Rezepte. Wir können Brötchen machen. Wir können wohl anscheinend auch bald Muffins machen und sowas in der Art. Aber das wird halt alles noch nicht bestellt. Ich denke, das wird sich alles noch ein bisschen in die Länge ziehen. Von daher machen wir jetzt hier einen kurzen Break. Und ich werde in ein paar Etappen später, ich werde das mal so ein bisschen weiter zocken. Und dann schauen wir später nochmal rein, wie sich das hier entwickelt hat. Wenn dir das Ganze trotzdem gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.